Hallo Freunde, ganz kurzes Info nochmal. Ich habe mir einen langen Stab besorgt, einen Rundstab, passend in der Größe für die Aufnahme des Speeres, des Wurfspeeres. Werkzeug, fast wie ich, Bleistift, habe ich ein bisschen die Länge markiert. Jetzt wird geschnitzt und zwar ganz rustikal mit einem polnischen Schnitzwerkzeug. Damit werde ich das ein bisschen kegelig anschneiden. Besorgt habe ich noch Schleifpapier, um es ein bisschen dann hinterher zu egalisieren. Und noch ein bisschen 2K-Holzersatzspachtel, den habe ich schon vor Jahren einmal frei gefunden. Und damit wird das dann lückenlos mittels der Spitze hier verfüllt, dass die auch wackel- und spielfrei dann gelagert ist. Kunstharz. Zwei Komponenten. Ja, genau, hier steht es ja alles. Hier giftig und tralala hinten drauf. Das erkläre ich dann nochmal genauer. Aber ich schnitze erst mal drauf los. Das wollte ich vorher bloß kurz gezeigt haben. No? Tschüss, Freunde. So, Freunde, Wohnzimmer sieht aus wie Saus, aber kein Problem. Wird aufgekehrt. Katze spielt mit den Spänen. Da unten ist sie. Die versucht so mal die Späne zu fangen. Ja, man muss mehr Material wegschneiden, wie man denkt. Also ich taste mich hier langsam ran. Vorsicht mal, kleiner Wackler. Kleinen Moment. Genau. Also hier oben steht so eine kleine Kante. Die wird dann schön bindig werden. Aber innen drinne bleibt weniger Holz, wie man denkt. Viel mit Hebeln im Ziel ist dann nicht mehr. Ich muss Stück für Stück, also ich schiebe die Spitze drauf, gucke. Und innen drinne, na, das kann man mit einer Hand nicht so zeigen. Innen drinne wird es an der Stelle schwarz, die ich dann abtrennen möchte. Diese Spitze durfte relativ schnell abbrechen, finde ich. Naja, ich glaube, die hatten früher auch besseres Material. Die hatten bestimmt Esche oder irgend sowas. Aber für ein paar Mal werfen wird es schon aushalten. Wir wollen ja testen. Die Durchschlagskraft dieser Speerspitze. Ich werde wahrscheinlich mein Schild zur Verfügung stellen, aber mir tränt schon das Auge dabei, wenn ich dran denke. Oder vielleicht mal eine alte Brettertür, das wäre schon eher was. Also, ich habe schon mal damals auf dem Hof vor 10 Jahren mal eine Brettertür durchschlagen. Gut, sie war nicht ganz neu. Die Spitze größer, also mehr so Richtung Lanze. Also, ich habe mich erschrocken. Also, wie im Film stemmte ich dann mein Bein gegen diese Tür. Und versuchte dann das Speer wieder daraus zu entfernen. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Es muss relativ viel Material weggeschnitten. Hinterher durfte das dann hier ungefähr dann bündig werden. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen.